Viele Menschen trifft man nicht mehr in Kerpen-Mannheim. Weil der Ort bald dem Tagebau weichen muss, sind die meisten der ursprünglich 1600 Bewohner bereits weggezogen. Doch jetzt wurde die Geisterstadt neu entdeckt als vorübergehende Unterkunft für Flüchtlinge. Ich fühle mich hier sehr wohl und mich stört es nicht, ob ich Nachbarn habe oder nicht. Ich fühle mich hier sicher. Ich habe einen Platz zum Schlafen und muss nicht auf der Straße übernachten. Ich bin sehr dankbar dafür, was ich habe und dass ich mit meiner Familie in Ruhe hier leben kann. Vor allem ehrenamtliche Helfer kümmern sich um die Flüchtlinge, wie die Rentnerin Angelika Gurdon, die die Patenschaft für zwei armenische Mädchen übernommen hat und Deutschkurse für die Flüchtlinge anbietet. Ich finde die Idee auf jeden Fall prima, denn wenn Sie bedenken, wie die Leute jetzt untergebracht werden müssen in Zelten und so weiter, und dagegen stehen hier die Häuser leer und die Rollladen sind runter, das ist doch viel besser, auf jeden Fall in einem Haus unterzukommen. Ist doch ganz klar. Auch wenn es nur auf Zeit ist. Das ist alles auf Zeit. Denn das steht fest. Die Schaufelbagger rücken gnadenlos näher und das Ende des Ortes ist nah. Im Jahr 2022 wird es Kerpen-Mannheim nicht mehr geben.